Hallo und herzlich willkommen bei Elder Demon Highlander. Heute öffnen wir mal ein Pre-Release-Pack. Ich hatte ja erst vor einigen Tagen ein Video online gestellt, worum es darum ging, 10 Tipps für ein erfolgreiches Pre-Release-Event vorzustellen. Dieses Pack hier nutze ich, um ein Deck zu bauen für das Pre-Release-Event bei Shibi. Einen Link dazu habe ich natürlich in die Videobeschreibung gepackt. Und tja, wir fangen einfach mal an. Wir packen es mal aus. Am liebsten hoffe ich natürlich, dass wir genügend Karten haben für den Night Archetype. Das bedeutet, dass wir hoffentlich viele weiße und blaue Karten drin haben. Hier haben wir erstmal einen schönen Lebenspunkte-Würfel und jetzt die ganzen Karten, die ganzen Booster. So, hier, das ist die Pre-Release-Promo-Karte. Gucken wir mal. Das ist ja, glaube ich, eine von drei legendären Karten, die drin sein können. Ah ja, und sogar direkt eine Belagerung in Schwarz. Das ist natürlich sehr schön. Zerstöre alle legendäre Kreaturen oder zerstöre alle nicht legendären Kreaturen. Geil, freut mich auf jeden Fall. Mit Machesa auf der Rückseite. Ist natürlich eine schöne Karte, die in einer meiner schwarzen Decks Platz finden wird. Und als legendäre Kreatur haben wir noch Katilda und Lia. Legen wir das Ganze mal hier so beiseite. Kommen wir mal zu Booster Pack Nummer 1. Ja, die Inversion von Fiora ist natürlich eine sehr schöne Karte, allerdings passt das, glaube ich, nicht so ganz zu dem Knight-Thema, was ich gerne spielen wollen würde. So, was haben wir denn hier alles schön? Hier haben wir auch direkt einen Ritter. Ich weiß gar nicht, ob das einer der guten ist. Hier schon mal ein Removal. Wichtig ist natürlich bei so einem Sealed-Deck auch immer, dass man genügend Removals drin hat. Ach, hier haben wir schon mal was Schwarz-Weißes, gemeißelte Perfektion. Das geht sich hier so ein bisschen darum, dass man Incubate nutzt. Bin ich mal gespannt. Hier haben wir schon mal ein... Oh! Und direkt eine erste Mystic, und zwar Urabrusk. Da freue ich mich richtig drüber. Vielleicht werde ich doch ein bisschen switchen und nicht mehr Knights spielen. Ich weiß, um echt zu sein, nicht, was die anderen Archetypes sind, aber da freue ich mich sehr drüber. Und als Legende aus einem anderen Set hier ist Aegar die Frostflamme. Auch cool. Legen wir die mal beiseite. Also das Pack, würde ich sagen, hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Nur wegen Urabrusk wegen. Tja, da war das Booster-Glück uns wieder hold. Da werden sich die anderen Spieler beim Sealed-Event nicht freuen wahrscheinlich. So, gucken wir mal Booster Nummer 2. So, was haben wir denn hier alles? Auch ein Engelkrieger. Okay, auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Wieder eine Belagerung, ein Schlacht-Battle. Da bin ich sehr gespannt. Die Karten muss ich mir nachher im Einzelnen mal anschauen. Da bin ich mir gerade ziemlich unsicher, was die alle so können und ob die überhaupt was bringen oder wie die Stärke in so einem Spiel überhaupt ist. Da bin ich sehr gespannt eher auf das ganze Event, wie der Kartentyp Schlacht da seine Rolle einnehmen kann. Lathiel, der reiche Morgen. Auch cool. Was hat man hier noch? Ja, genau, diesen die Segenbringer-Valkyre. So, Pack Nummer 3. So. Hier haben wir Hedetsugu und Kairi. Auch ein Team-Up-Commander, das ist schon mal ziemlich cool. Wieder eine Schlacht. Und Jargal, Gierschlund von Urborg. Auch nice, da freue ich mich drüber. Invasion von Kamigawa. Ich weiß nicht, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr schon mal eine gute Karte hier in meinem Kartenpool gesehen habt, die ich auf jeden Fall beachten soll. So, kommen wir jetzt zu Booster Pack Nummer 4. Fehlt hier nicht irgendwie die Rare? Ach, hier haben wir doch schon wieder Invasion von Segovia. Und Raff wetterlich getreute. So, Booster Pack Nummer 5. Ein Kabu. Kabu freue ich mich immer sehr drüber. Berserker, spontan nachtreten. Zerstöre eine Kreatur oder Planeswalker deiner Wahl, überwachen 2.
die obersten zwei Karten deiner Bibliothek an, lege dann eine beliebige Anzahl davon auf deinen Friedhof und den Rest in beliebiger Reihenfolge oben auf deine Bibliothek. Inklusive Einberufen, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Ist ein ganz guter Remover eigentlich. Zerstört zwar nur und exilt nicht, aber freue ich mich drüber. Wow, und Sheldred, die Flüsternde. Zwei Prätoren im Pre-Release-Pack, das ist richtig übertrieben. Vermutlich spiele ich dann einfach Schwarz-Rot, wenn ihr mich fragt. Obwohl ich ja eigentlich vorhatte, Blau und Weiß zu spielen mit Rittern oder Knights. Da werde ich wahrscheinlich von abrücken von diesem Plan. So, und das letzte Booster-Pack. Da kann eigentlich schon gar nichts mehr Gutes drin sein, wenn ihr mich fragt, weil zwei Prätoren hatte ich ja schon. So. Was wir hier jetzt haben noch. Nahiris Kriegskunst. Fügt einer Kreatur einen Planeswalker einer Schlacht deiner Wahl 5 Schadenspunkte zu. Schau dir die obersten X-Karten deiner Bibliothek an, wobei X gleich auf dem auf diese Weise zugefügten überschüssigen Schaden ist. Du kannst eine Karte ins Exil schicken, lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Du kannst die ins Exil geschickte Karte in diesem Zug spielen. Naja. Polnischer Talit wieder. Ein Battle. Und was haben wir hier noch? Dina, die Seelentränkerin. Ja, freue ich mich auf jeden Fall über dieses Pre-Release-Pack. Insgesamt würde ich sagen, war die Ausbeute doch gar nicht mal so schlecht. Ich bin mir ziemlich unsicher, ob die Invasion von Fiora vielleicht was wert sein könnte, aber Urgrubrusk auf jeden Fall. Und Praetor, die sind ja immer ziemlich gut. Was mir gut gefällt bei den Praetoren ist, dass sie immer noch eine Rückseite haben und dadurch dann eben halt ja, noch weitere Fähigkeiten mit sich bringen. Ich bin mir allerdings ziemlich unsicher gerade, was ich hier raus spielen soll, was meine Strategie sein könnte. So ein bisschen hat sich Schwarz, Rot und Blau herauskristallisiert. Ach, diese Sheldred hat gar nicht keine Rückseite. Ach, das ist die alte Sheldred für insgesamt 7 Mana. Ah, das ist natürlich auch nice. Ich meine, die habe ich zwar leider schon, aber zu Beginn eines Versorgesegments bringst du eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof zurück ins Spiel und zu Beginn des Versorgesegments jedes Gegners opfert jener Spieler eine Kreatur. Ich habe mal spaßeshalber bei ChatGPT angegeben, was die besten Karten sind in Magic the Gathering und beziehungsweise auch was sind die besten schwarzen Karten und da kam die auf jeden Fall drin vor. Ich würde sagen, die neue Sheldred gefällt mir allerdings ein bisschen besser, aber ich freue mich trotzdem, dass wir hier die gezogen haben in einem besonderen Artwork auch. Tja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, welches Deck ihr zusammenbauen würdet. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal bei Elder Demon Highlander.